Wie lange wieder auf? So, schauen wir, was sie da jetzt. Ha? Ja, wir müssen ja das schwer dokumentieren. Dass wir dann noch wieder wissen, falls das Moped wieder auseinanderfällt, wie es wieder zusammengehört, weißt du? Ja. Nein, das ist vom Auto. Ja, dahinter schwimmt schon rein. Ja. Schau, da druckt sich da irgendwo einer. Da rennt es aus. Achso, nein, ich glaube, das kommt gerade von. Das kommt. Da auch so kommt das Wasser. Oh ja, da rennt es runter. Da rinnt es durch die Mauer, drückt es durch. Also wenn ich das so betrachte. Boah, da drückt es durch. Da kommt es auch schon aber vom Stiegenhaus. Ja. Das ist durch die Mauer sogar schon Druck, das ist. Ja. Da hinten im Eck druckt es auch schon raus. Ja. Da gibt es schon irgendwelche Jagans. Ich schaue aber gleich zum Bach, weil das ist. Da wird es sein, oder? Ich würde sagen, das rennt gut. Ja. Ja.
Ja. Da drückt sich auch durch die Wand durch. Nein, das heißt, ich muss da direkt aus der Wand rausrennen. Das ist vom Auto, da aus der Wanderung aus oder ja, sonst. Aber ich muss nicht mehr den Kopf. Ich habe es ja immer so gucken. Das ist was du immer gehst, wenn ich schlafen muss. Ja. Das schaut ja noch relativ trocken aus. Da drin haben wir es wieder. Ja. Unsere To-Do-Liste. Da, das haben wir schon gemacht und da waren wir. Kippen für sich. Da müssen wir Kippen. Können wir da ja, da steht ein kleines Moped da jetzt ums Eck. Was weiß ich? Schrumpfschleich haben wir. Dann würde ich sagen, stellen wir sie den Vorraum aus, oder? Komm, weiß ich auch nicht. Weil da herein kommt es relativ schlecht. Ja, was möchtest du da noch? Was möchtest du da noch? Motor einbauen vielleicht, weil der andere gesagt hat, dass die Bolzen da in der Kiste sind. Also, und das elektrische? Das geht so, so weit, das kann ich nicht sagen. Ja, das kann ich. Das ist ein bisschen. Dann müssen wir es hinterlegen. Aber ich bin schon mit der Hand. Das ist schon alles einfach.